Ich mache Kampfsport, ich mache aber auch Kraftsport. Und einen Satz, den darf ich mir in ganz vielen Vereinen und Dojos immer wieder anhören. Und das ist, ey, du darfst auf gar keinen Fall mit Hanteln irgendwelche Arten von Kraftsport machen. Ohne Witz, das macht deine Bewegung total langsam, das macht dich unbeweglich, das macht dich steif, das macht dich einfach nur massig. Ist das wirklich so? Ich würde einfach mal etwas Neues zeigen. Yeah, switching back to Orthodox. That was a nice wheel kick from the Castaneda. Wide of the mark, but very fluid. Oh! Very calm, very smart. Und würde dann dem noch etwas Älteres hinzufügen. Naja, das sind ganz offensichtlich Kampfsportler und ganz offensichtlich machen die Kraftsport. Und der einzige Grund, warum Leute einem erzählen, dass Kraftsport einem langsam macht, ist, weil sie sich noch nicht darüber Gedanken gemacht haben, was ist Kraft eigentlich und wie trainiere ich die richtig? Es gibt nämlich nicht nur eine Kraft, es gibt drei Arten, wie du dich auf Kraft hin trainieren kannst. Das ist einmal, dass du den Fokus auf Kraftausdauer setzt. Brauche ich nicht viel dazu sagen. Bedeutet, dass du eine Bewegung über langen Zeitraum durchführen kannst. Es gibt die Maximalkraft. Und jetzt denken viele, ja, aber Maximalkraft, Schnellkraft, das sind doch unterschiedliche Sachen. Nein, es ist rein muskulär. Erstmal dasselbe. Du brauchst eine maximale Kraft, also die Möglichkeit, schwer zu heben, um auch schnell ein Körperteil bewegen zu können. Warum sind dann scheinbar die massigen Leute langsam, laut dieser These? Naja, ich kann auch auf reine Muskelmasse trainieren. Das ist ein Hypertrophie-Training. Das sind so circa 8 bis 15 Wiederholungen einer Übung, sodass du die letzte Wiederholung gerade so schaffst. Und das hat das Ziel, den Muskel schnellstmöglich wachsen zu lassen. Ich gehe jetzt nicht ins Detail rein, weil was im Muskel passiert, ist für dieses Gespräch hier gar nicht notwendig. Ja, wenn ich nur das gefokust trainiere, und da bin ich jemand, der ein sehr gutes Beispiel dafür ist. Und das Problem hatte ich, als ich mit Karate angefangen habe. Ich konnte im Fitnessstudio relativ schwer die Sachen schon schieben, heben etc., war auch mit meiner Muskelmasse zufrieden, aber dann machen wir Liegestützen. Ja, das ist ja gar nicht mehr wie Brustpresse, das ist ja plötzlich anders. Ja, und dann merkte ich erstmal, Freundchen, du bist nicht fit. War eine ganz angenehme Erkenntnis tatsächlich, denn so wusste ich, ich kann am Training was anpassen. Jetzt weiß ich, hey, es spricht nichts dagegen, die eigene Muskelmasse zu trainieren. Ganz im Gegenteil, das ist eine valide Rüstung und was das heutige Schönheitsideal angeht, ist es auch eine feine Sache. Ich werde hier nicht sagen, ich mache den Sport nicht für die Optik. Jeder, der das sagt, lügt an der Stelle. Natürlich möchte man auch sportlich aussehen, wenn man Sport macht. So ehrlich bin ich an dieser Stelle zu mir selber und auch zu dir, der das hier immer noch schaut. Was fangen wir jetzt mit der Erkenntnis an? Erstmal möchte ich das Thema Kraftsport neu denken, weil gerade von Frauen habe ich häufiger gehört, nee, du, Kraftsport mit Hanteln will ich nicht machen. Das ist nicht mein Schönheitsideal, so ultramuskulös zu sein. Ja klar, das stelle ich mir jetzt folgendermaßen vor. Ich heb die Hantel hoch, Achtung, Achtung, gleich passiert's, gleich bin ich oben und genau. Das passiert, nachdem ich das erste Mal eine Hantel hochgehoben habe und schon sehe ich total übertrieben göttlich aus. Fetzt, oder? Jetzt mal ohne Schwank. Das ist ein extrem langsamer Prozess, wenn Muskulatur wächst. Man sieht den an sich und man kann, wenn man merkt, hey, so gefällt's mir, dann sagen, ich erhalte das Level jetzt. Das ist nur so ein häufiger Glaubenssatz, den wir haben, wenn wir uns nicht tiefer mit dem Thema befasst haben. Natürlich wird man nicht über Nacht shredded. Das weiß auch jeder. Das weiß auch jeder, der sagt, hey, ich will nicht übertrieben muskulös sein. Man hat sich's einfach nur noch nicht bewusst vor Augen geführt. Meine Empfehlung, eigentlich nicht für jeden Kampfsportler oder Kraftsportler, sondern für jeden, der gesund leben möchte, ist eine gesunde Balance. Auf jeden Fall aus Maximalkraft und auch aus dem Training der eigenen Ausdauer. Macht soweit ja Sinn. Es ist sogar erwiesen, dass Leute, die eine gute Maximalkraft haben, ein 30% niedrigeres Diabetesrisiko im Alter haben. Wurde an einer Studie festgestellt, haben wir 5000 Leute, also wir nicht, aber wurden 5000 Leute über langen Zeitraum beobachtet und diejenigen, die Maximalkraft trainiert hatten, nicht übertrieben übrigens, aber in einem normalen Maße, die hatten am Ende ein niedrigeres Diabetesrisiko. In vielen Quellen wird die Maximalkraft auch nochmal unterschieden. Da gibt es dann nochmal eine extra Schnell- und Explosivkraft. Das sind erstmal die gleichen Muskelfasern, die das machen.
man muss es aber natürlich auch gezielt trainieren. Ich möchte jetzt niemandem erzählen, wenn man nur fleißig schwere Gewichte mit der Hantel hebt, dann hat man eine hohe Schlaggeschwindigkeit. Das passiert so nicht, weil wir dann wieder bei einem einseitigen Training sind. Wenn ich aber abwechslungsreich mal mit Bändern trainiere oder auch mal einen schweren Ball gegen eine Wand werfe, dann habe ich meinem Körper verschiedene Bewegungsmuster beigebracht. Schnelligkeit kommt zwar auch durch Muskulatur, aber nur sekundär. Primär kommt sie erstmal durch Kräfte- und Wegemanagement und durch Technik. Und ein Krafttraining kann das Techniktraining niemals ersetzen. Trotzdem sollte das Techniktraining nicht für sich alleine stehen. Und das ist eigentlich das, womit es mir in diesem Video ging. Weil weißt du, wenn jemand gerade anfängt und dann bekommt er gesagt, mach auf gar keinen Fall Krafttraining, das macht dich langsam. Jemand, der Kampfsport macht, sollte das nicht tun. Dann ist das gefährliches Halbwissen. Und dann ist es etwas, wo es sich lohnt, genauer hinzuschauen. Und wer weiß, vielleicht habe ich auch gerade gefährliches Halbwissen verbreitet. Denn ich habe es auf Basis von dem, was ich aus Büchern gelesen, in Studienheften erkannt und in Gesprächen mitgenommen habe, jetzt in diesem Video wiedergegeben. Heißt das, dass das frei von Fehlern ist? Ich hoffe es, aber ich kann es dir nicht versprechen. Und mein Appell mit diesem Video: Hinterfrage das, was dir erzählt wird, kritisch. Gerade wenn es um so große Entscheidungen geht wie: Wie baue ich mir meinen Körper auf? Denn das ist etwas, das sollte niemals eine Einzelperson über dich entscheiden dürfen, sondern da solltest du dir überlegen, wie will ich aussehen, welchen Sport will ich machen, was will ich können? Und daraufhin kann man sich dann belesen oder auch die Leute fragen. Wie schaut es bei dir aus? Da du das Video bis zum Ende verfolgt hast, machst du mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendeine Form von Kampfsport und Kampfkunst. Und mich würde in den Kommentaren mal interessieren, was machst du eigentlich außerhalb dessen noch, um deinen Körper in Schuss zu halten und so zu formen, wie es deinen Wünschen entspricht? Oder macht ihr es im Training? Ich würde mich auf eine Diskussion über dieses Thema in den Kommentaren sehr freuen.